das ist jetzt natürlich aus dem Bauch herausgesprochen leicht zu beantworten. Ob es auch dann strategisch sinnvoll ist und umsetzbar ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass es nach wie vor in Österreich besonders ein Manko ist, dass wir viel zu stark in Schubladen denken, dass wir auch innerhalb des Jus-Studiums viel zu stark diese Spezialisierung in die einzelnen Disziplinen, vom römischen Recht angefangen bis zum Völkerrecht, nach wie vor aufrechterhalten, wo es uns eine 150-jährige Tradition ist, sondern dass es viel mehr darauf ankommen würde, auch disziplinenübergreifende, nicht nur juristische Disziplinen betreffende Studienmöglichkeiten zu haben, sondern darüber hinaus auch wirklich interdisziplinäre Studienprogramme zu haben, die eben neben den Rechtswissenschaften auch die Sozialwissenschaften, die Geisteswissenschaften, aber bis in die Naturwissenschaft hineingehend umfassen könnten. Das geht sehr stark darauf zurück, dass Professor Bosch und ich seit mehr als 5 Jahren mittlerweile eine Einführungsseminar anbieten zu islamischem Recht, was viele auch Jus-Studenten heute nicht wissen, ist, dass sie sehr wohl in die Lage kommen könnten, ihn als österreichische Richter islamisches Recht anwenden zu müssen. Das internationale Privatrecht und das Gesetz, das österreichische Gesetz zum internationalen Privatrecht sieht ja vor, dass je nach Anknüpfungspunkt die Staatsangehörig für die Lösung von rechtlichen Problemen durch österreichische Gerichte die Staatsangehörigkeit ausschlaggebend ist. So, wenn also zwei Staatsangehörige, die aber legal in Österreich sich aufhalten und hier leben, darauf Bezug nehmen, dass sie im Fall etwa der Ehescheidung nicht österreichisches Recht angewendet haben wollen, sondern das Recht ihres Herkunftsstaates, aus dem sie gekommen sind, wo aber dann die Scharia gilt als staatliches Recht, dann muss auch der österreichische Richter die Scharia anwenden können. Eben mit dem Begriff, dass Staat und Religion sehr wohl auch heute noch trotz der mehr als 200-jährigen Säkularisierungen in westeuropäischen und zum Teil auch mitteleuropäischen Gesellschaften durch Aufklärung, Humanismus, Reformation, Urbanisierung, Industrialisierung nicht völlig beziehungslos mehr gesehen werden können, sondern dass wir eben sehr wohl weltweit eben durch Globalisierungsprozesse, durch Migrationsprozesse wiederum mit dem Phänomen konfrontiert sind, dass Staat und Religion und das Verhältnis von Staat und Religion neu durchdacht werden müssen. Für mich ist es natürlich sehr ehrenvoll, ne, dass ich auch, wenn ich zurückblicke auf meine Entwicklung als Student bis heute als Dekan der juristischen Fakultät, dass es mir möglich gewesen ist und dass mir die Universität Graz eben auch sehr wohl, ne, die Arbeitsstätte und die Heimat geboten hat. Dementsprechend meine Ideen, die ich natürlich durch das Doppelstudium als Jurist und Politikwissenschaftler und dann durch die praktischen Erfahrungen als Richter in Bosnien gewonnen habe, hier auch an meiner Heimatuniversität ausleben zu können und möglicherweise damit auch beitragen kann, die Studenten, die heutigen Studierenden für neue Fragen, für neue Themenstellungen zu begeistern. Ich glaube, dass gerade im Sinne des lebenslangen Lernens es einfach ganz notwendig ist, dass wir uns von dem
Weltbild, aber auch Berufsbild verabschieden, dass wir ein Studium absolvieren, dass wir einen Beruf ergreifen und dann in Pension gehen. Die Welt ist schlicht und einfach anders geworden. Wir müssen immer wiederum auf die neuen Herausforderungen, eben auch interdisziplinären Herausforderungen, antworten können. Und daher ist sozusagen dieses Tandem oder diese Symbiose von Universität und Praktikern, wo eben die Alumni wiederum zumindest kurzfristig auch an die Universität zurückkommen im Sinne von lebenslangem Lernen so wichtig.